Distelhäuser präsentiert den Wölfestream live am Sonntag, den 17.04.2016, 18 Uhr, das Derby. DJK Rimperwölfe gegen den Tabellenführer HC Erlangen. Live auf dem Wölfestream. Distelhäuser, immer eine frische Idee. Matthias Obinger, es geht wieder weiter. Es war eine Woche Pause und jetzt kommt ein Spiel, da könnt ihr an sich nur gewinnen. Ja, so ist es, wenn Erlangen kommt, der Liga-Primus, auch wenn es ein Derby ist und die Vorzeichen vielleicht doch nochmal andere sind, aber letztendlich können wir nur als Gewinner vom Platz gehen. Ja, in Erlangen war es ja teilweise doch knapp, obwohl es da wirklich noch schwerer ist, eben zu gewinnen. Aber da hat die Mannschaft auch schon trotz des Gegners eine sehr gute Leistung gebracht, fand ich. Ja, das ist auch das, was uns Hoffnung macht, dass wir mit den Großen auch in der Liga mithalten können. Wir haben in Erlangen gut ausgeschaut, wir haben in Coburg einen Punkt geholt, wir haben in Minden gut ausgeschaut. Also man sieht, man kann auch mit den Großen mithalten, aber da bedarf natürlich einer riesen Kraftanstrengung und es bedarf natürlich auch 60 Minuten Konzentration. Ja, jetzt war ja noch mal ein bisschen Zeit, um ein bisschen Wunden zu lecken, wie man immer so schön sagt. Wie schaut es im Kader aus? Ja, einige Verletzte sind jetzt zurückgekommen, aber leider hat uns die Grippewelle noch mal erwischt. Mit Lars Spieß muss man mal schauen, wie die Schulter mitmacht. Da kann ich noch keine Prognose treffen. Jan Winkler fällt ja ohnehin für den Rest der Saison aus. Julian Sauer hat sich am Dienstagmorgen beim Training eine Bänderverletzung zugezogen. Der wird aller Voraussicht nach fehlen. Der Rest des Kraters dürfte dafür dabei sein. Ja, jetzt beim letzten Spiel musstet ihr auf sehr, sehr viel Junge zurückgreifen, ist aber auch mal gut, die so langsam an die Mannschaft heranzuführen auch. Ist ja auch ein Stück weit der Rimperer Weg, unsere Philosophie, dass wir versuchen, peu à peu die Jungen in die Mannschaft einzuführen. Den Jungen gehört die Zukunft, insofern ist es die logische Konsequenz, dass wir mit den Jungen dann auch arbeiten. Ja, ich glaube, motivieren brauchst du gegen den Gegner die Mannschaft nicht mehr. Wie schätzt du das Ganze am Sonntag ein? Ach, ich freue mich aufs Derby. Die Spiele gegen Erlangen sind immer sehr umkämpft, aber auch immer fair. Und der Sport steht da im Vordergrund und insofern freuen wir uns alle auf das Derby. Distelhäuser präsentiert den Wölfestream live am Sonntag, den 17.04.2016, 18 Uhr, das Derby. DJK Rimperwölfe gegen den Tabellenführer HC Erlangen. Live auf dem Wölfestream. Distelhäuser, immer eine frische Idee.